Hallo und herzlich willkommen und beste Grüße aus Berlin. Ich möchte heute euch eine Möglichkeit vorstellen, den OBS Engine einmal anders zu wickeln. OBS Engine kennt jeder, hat fast jeder, ist fast jeder von begeistert. Mir geht es aber heute darum, euch zu zeigen, wie man das Gerät im Single-Coil-Modus wickeln kann. Ob es da Vor- oder Nachteile gibt, ich habe mit einigen schon gesprochen. Viele meinen, es funktioniert nicht richtig, der Liquid-Nachfluss wäre nicht optimal, der Geschmack würde drunter leiden und so weiter und so fort. Nachdem mir ein Bekannter sozusagen mein OBS-Engine letztens aus den Rippen geleiert hatte, weil er hat es eilig und hatte keine Zeit, dass ich ihm das Ding fertig wickle, habe ich mir jetzt einen neuen genommen, habe den gewickelt. Und ich zeige euch mal erstmal die Wicklung, wie sie bei mir im Single-Coil-Modus aussieht. Hoffen wir mal, die Webcam stellt noch mal irgendwann scharf. Oh, macht sie natürlich nicht. Wäre auch einfach. So, jetzt. Jetzt kann man ungefähr schon das Funktionsprinzip sehen. Ich zeige euch natürlich gleich ausführlich, wie das alles so funktioniert oder wie ich die Wicklung gemacht habe. Dazu werde ich jetzt gleich mal ein bisschen umbauen und dann sehen wir uns gleich in der Detailansicht und dann werden wir das Ding einmal im Single-Coil-Modus wickeln. Dann bis gleich. So, ihr seht jetzt hier den Wickelsockel mit der Wicklung. Ich werde jetzt erstmal die ganze Watte hier entfernen. Na, komm schon raus. So, bisschen sauber machen. Die Wicklung werde ich jetzt nicht nochmal neu machen, weil die ist neu. Ich habe hier benutzt von Wireshots Clapton Kanthal 1. Ups, nochmal kurz zeigen, wie der Spaß aussieht, wenn die Cam das scharf stellt irgendwann. Wie gesagt, die Wicklung ist frisch. Brauche jetzt euch nicht zu sagen, wie man wickelt. Das weiß jeder selber. Es geht ja nur darum, wie man den als Single-Coil betreibt. Ich habe die Wicklung in den beiden untersten Löchern eingespannt. So, ihr könnt das so gut, glaube ich, recht gut sehen. Nicht wundern, wenn es hier ein bisschen hakelig ist. Erstmal arbeite ich hier über Kopf. Und die, die mich kennen und meinen Kanal wissen, dass ich auch, was das Sehvermögen angeht, gehandicapt bin. Ich arbeite normalerweise, wenn ich wickle, mit einer speziellen Lampe, mit einer Lampe Leuchte drin und einer Lupe. Das ist hier für mich echt tricky, das so zu machen, aber ich denke, wir bekommen das schon hin. So, jetzt nehmen wir Watte. In meinem Fall habe ich, ganz normale Mucci-Watte. Schneid mir einen Streifen davon ab. So, den Rest packen wir beisammen. Dann ziehe ich von beiden Seiten das oberste ab. So, das kann weg. Und dann werden wir das bisschen schon mal rollen. Schön mit Gefühl, dass es nicht so sehr gepresst wird. So, eine Seite spitzen wir uns an, dass wir da durch den Coil kommen. Schauen wir mal, ob das so passt. Na, komm schon. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir auf beiden Seiten das wieder auseinanderklabüsern. Und zwar versucht, dass ihr, wenn ihr das auseinander macht, dass ihr das 50-50 hinbekommt. Ein bisschen mehr hier drüber. Wieder zusammen machen. Und dann zieht er das bis zum Coil auf.
dass ihr quasi den vorhandenen Strang in zwei teilt. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Da habe ich natürlich hier schon männermäßig das zusammengezwirbelt. Aber ich denke, auch hier kriegen wir es auseinander. So. So soll das dann aussehen. Jetzt können wir die beiden Enden hier kürzen, wie gewohnt. Wenn wir auch eine Dualkeulwicklung machen. Und das wegschneiden. Und können die Watteenden, auch wie wir das von der Single Coil gewohnt sind, in die Löcher stopfen. So, schön sauber reinlegen. Seite Nummer 1. Und Seite Nummer 2. Wir machen das nachher noch ein bisschen in schön. Jetzt nehmen wir die beiden vorhandenen und ziehen ein bisschen, was wir hier vorbeikommen, mit der anderen Seite auch, dass das erstmal so aussieht. Jetzt gehen wir über Kreuz, nochmal ein bisschen hoch. Und legen uns das so hin. Man sieht ja, wo die Löcher jetzt hier sind. Und schneidet ebenfalls ab. Scharfe Schere ist immer vom Vorteil. Nicht wie bei mir. So, was jetzt kommt, könnt ihr euch sicherlich denken. Natürlich wird die Wattezöpfelchen in die Löcher reingesteckt. Muss ich mal ein bisschen ziehen. Ist ein bisschen kurz geworden. Aber passt. So, jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen mit Liquid benetzen. Dass das dann auch so liegen bleibt, wie wir das gerne möchten. Und wir noch mal ein bisschen Feinarbeit machen. So, ist eigentlich schon im Großen und Ganzen nicht mehr wirklich viel zu fummeln. So. Jetzt haben wir die Wicklung fertig. Ich kann es euch jetzt noch mal in die Kamera halten. So sieht man das gut. Wenn die Kamera das jetzt noch scharf schalten würde, wäre das natürlich richtig super. Hallo, bitte einmal scharf stellen. Ja. Gut, macht sie jetzt nicht. Ihr werdet es ja trotzdem sehen. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass es hier recht stark reflektiert und die Cam da Probleme hat. So, jetzt. Ich hätte es mal nicht bewegen sollen. Vielleicht kriegen wir sie noch mal hin. So, jetzt könnt ihr das sehen, ne? Alle Löcher sind zu. Und in der Mitte, wo das Kreuz ist, hier haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dass der Heizwendel nicht nur innerhalb mit Liquid sozusagen mit Liquid versorgt wird, sondern auch hier. Ich empfehle dann auch, das hier ein bisschen an den Heizwendel noch mal anzudrücken, dass das hier auch schön anliegt. Und der Wendel wird natürlich von vier Stellen mit Liquid versorgt. Ne? Klar, wir haben den aufgeteilt in vier Löcher. Und aus den vier Löchern kann er sich jetzt das Liquid ziehen. Wir schauen noch mal den Widerstand uns an. 1,8
12 Ohm. 1, ne, ihr habt das für Seiten verkehrt jetzt. Okay. Dann werden wir das mal auf den Verdampfer, die Base wieder aufschrauben. Jetzt haben wir den Engine wieder zusammengebaut. Nur mal ein bisschen abwischen. So, dann schalte ich gleich noch mal hoch und wir können uns mal das Dampfergebnis anschauen und ich werde noch ein paar Sachen dazu verlieren. Dann bis gleich wieder in der Großansicht. So, da bin ich wieder. Wir werden den Engine mal auf den Kuwait aufsetzen und werden mal anfangen mit ganz moderaten, fangen wir mal an mit 30 Watt. Und schauen mal, was bei 30 Watt passiert mit der Single Coil Kreuz Dual Watte Coil. Na dann. Passiert erstmal nichts, weil die RBA oben zu ist, die Air Control. Na, für 30 Watt ist schon ganz gute Leistung. 1,17 Ohm gehen wir hoch auf 40 Watt. So, und dann hauen wir jetzt gleich das Maximum rauf, was der Kuwait kann. In meinem Fall 69,2 Watt. 1,7 Ohm, mehr macht er nicht, ist klar, durch die hohe Ohmzahl. Schauen wir mal, was der jetzt rausschmeißt bei 70 Watt. So, wie ihr seht, erstaunlichst, was der rausknallt für eine Single-Coil-Wicklung. Mir ist das trotz, da ist mein Aldi drin, was ich die ganzen Tage auch schon gedampft habe. Und mir ist das 70 Watt, mir ist das definitiv zu viel. 50-50 Lösung, Aromas, Erdbeere, spielt keine Rolle, aber 50-50 mit 0 Gramm Nikotin. Geht es hier nochmal runter auf 40 Watt. Das ist, glaube ich, so meine Stärke, die mir ganz gut passt. Und ihr seht, Wahnsinn. Also, um zum Fazit zu kommen. Vorteil ist, auch bei 70 Watt ist der Dampf kühl, würde ich nicht sagen, aber so eine Mischung zwischen warm und kühl. Er ist nicht wirklich warm, er ist auch nicht heiß. Er ist angenehm, sehr angenehm, so dass ich auch dieses Drip-Tip beibehalte. Vorher bei der Dual-Coil mit den beiden Original-Coils war es mir definitiv zu heiß. Auch bei 40 Watt, das waren dann nur 0,13 Ohm. Habe ich immer ein langes Drip-Tip oben drauf gemacht, weil ich mir da ganz schnell nach 3-4 Zügen das Maul verbrannt habe. Hier geht das super, sogar bei 70 Watt ist noch sehr angenehm. Geschmack. Ich bin eigentlich einer, die Leute, die mich kennen, die nicht auf diesen Zug aufspringen und sagen, kauft euch mal den Verdampfer. Und das schmeckt jetzt so gut. Und wenn du jetzt diesen Draht nimmst und diese Watte, eine Geschmacksexplosion, ich mache da bei diesem Hype nicht mit. Erstmal ist das viel Placebo-Effekt in meinen Augen und Geschmack ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Aber ich muss mir eingestehen, dass wirklich der Geschmack besser ist als vorher. Ich würde jetzt sagen, so pauschal so 20%, 25% besser Geschmack. Die Frucht kommt definitiv besser durch als vorher.
Muss jetzt nicht unbedingt an der Single Coil liegen, kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt einen Clapton Draht habe. Ich weiß gar nicht, was da original beigelegen hat. Klar ist, der Heizwendel wird jetzt von vier Stellen sozusagen mit Liquid versorgt, plus dass eben an dem Heizwendel in der Mitte, wo das Kreuz der Watte ist, auch nochmal der Heizwendel zusätzlich jetzt mit Watte und dadurch mit Liquid befeuert wird. Das sieht man ja auch an der Dampfleistung wunderbar. Also geschmacklich definitiv kein Minuspunkt, sondern ein deutliches Plus. Weiterhin natürlich ein deutliches Plus, was natürlich jetzt den Liquidverbrauch betrifft. Der geht natürlich auch ein bisschen runter. Ihr wisst ja, das Ding trinkt ja wie Sau. Dadurch, dass es nur noch Single Coil ist, ist natürlich auch ein etwas weniger Liquidverbrauch. Wie viel, kann ich jetzt noch nicht sagen. Müsste jetzt ein, zwei Tanks leer dampfen, um da jetzt ein Urteil zu bilden. Aber es ist logisch, Single Coil, weniger Verbrauch. Ja, also wie gesagt, trotz aller Unkenrufe, dass es nicht funktioniert oder der Geschmack drunter leidet, kann ich sagen, stimmt nicht. Ist hiermit eindeutig widerlegt. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, den als Single Coil zu wickeln, so wie ich das gemacht habe mit diesem Überkreuz. Das war jetzt für mich die einfachste und naheliegende Lösung, das einfach mal so auszuprobieren. Bin wirklich erstaunt und überrascht über das Ergebnis und werde definitiv da keine Dual-Coil mehr drauf machen, sondern bei meiner Single-Coil bleiben. Vielleicht werde ich die nächste ein bisschen niederohmiger wickeln, dass ich so auf 0,5, 0,6 Ohm komme. Ja, dann hoffe ich euch, dass euch das Video gefallen habt, dass ihr auch mal probiert, den im Single-Coil-Modus zu betreiben. Vielleicht postet da ja mal eure Kommentare, eure Erfahrung, wie ihr das seht. Ob das geschmacklich eine Verbesserung ist oder wie auch immer, schreibt mir eure Kommentare drunter. Dann verabschiede ich mich für heute mit den besten Grüßen aus Berlin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.